sehe Folgendes. Ich sehe eine Welt aus Steinen. Nein, nein, hör zu, wir hätten Dinosaurier und Piratenschiffe und Geister vielleicht. Ja, Geister! Wir bauen eine Stadt und Autos genauso schnell wie die Originale. Und wir nennen es Lego Valley. Okay? Ey, ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Forza Horizon Fury. Und so habe ich heute ein weiteres Video, diesmal was ganz anderes. Ich zeige euch jetzt mal das Bundle, das heute rauskam, das Lego-Update. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was mich so richtig erwartet, deswegen nehme ich euch da jetzt einfach mal mit rein. Und wir gucken uns das Ganze zusammen mal an. Das Ganze kostet 17,99 €, ist eine Erweiterung, die könnt ihr euch im Store eben holen. Und wie ihr seht, ist es eine komplette Lego-Welt. Und mich haut sich schon fast aus der Kurve. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Ahnung, was hier abgeht in Lego, beziehungsweise in Forza. Es passt auf jeden Fall, also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt irgendwas in Lego-Update kommt. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Informationen gehabt, dass dieses Update überhaupt kommt. Ich war ziemlich überrascht vorher, als es da war. War die Tage etwas beschäftigt, deswegen hatte ich auch kaum Zeit, da was nachzugucken. Aber ich dachte, ich zeige euch das Ganze mal. Wir gucken es das Ganze zusammen an. Ich werde morgen auch dazu ein kleines Video bringen, wo ich euch alles zeige, was hier so geht, was ihr machen könnt, was ihr kaufen könnt, was es Neues gibt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal normal an, zocken hier mal die erste Runde zusammen, damit ihr seht, ob es sich das Ganze lohnt oder nicht. Und werden da vielleicht mal das erste Fazit rausziehen. Und ja, also bisher seht ihr ja Rennfahren. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert und was man hier alles so machen kann. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Also das haben sie gut gemacht, finde ich cool. Ähnelt in Lego-Movies, habe ich auch nicht so wirklich viel gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber sieht auf jeden Fall cool aus, ist cool gemacht und es geht auch hier direkt weiter. Ah, der Mini, der ist krass, ich habe gehört, der hat 8 Gänge. Ich weiß nicht, ob es stimmt, sehen wir ja gleich mal. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen zuhören, was die Leute sagen. Okay, ja, wir sind jetzt schon im 7. Gang, also er hat 8 Gänge. Krass, finde ich heftig. Sieht auf jeden Fall cool aus. Es soll auch, also wie ihr seht, die ganze Map ist komplett anders gestaltet. Also wirklich richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, habe mir das jetzt auch gerade runtergeladen. Es ist auch schon spät. Aber ich bringe das Ganze jetzt doch, da mich es jetzt schon ziemlich gereizt hat. Und wir gucken es das zusammen jetzt einfach mal an. Ah, wie ihr seht, wir sind jetzt im 8. Gang. Okay, auch die Tiere, alles Lego. Das ist echt cool gemacht. Finde ich cool. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Und ich bin mal gespannt, ich habe noch irgendwas von dem Baumeister-Modus, also hier, ihr könnt euch Garagen bauen oder sonst irgendwas, habe ich gesehen. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die wir erkunden können zusammen, vielleicht auch der ein oder andere Glitch, wer weiß. Aber ich würde sagen, bleibt am besten dran und dann finden wir das zusammen raus. So, das müsste doch das Ziel, ne, Ziel ist erst da vorne, okay. Cool gemacht. Alles, was Lego ist, ist auch anscheinend zerstörbar. Also das können wir alles zusammenfetzen und wegheizen. Also das funktioniert anscheinend alles. Ich bin auf jeden Fall echt richtig gespannt. Und ja, fahren wir das Rennen erstmal zu Ende. Und dann gucken wir, was uns da erwartet. Da vorne müsste das Ziel sein. Ah, das ist das Festivalgelände. In Lego. Cool. Also das sieht echt cool aus. Ist auf jeden Fall mal was ganz Neues wieder. Und ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Wie findest du das neue Gelände? Sick, oder? Wir haben dir ein neues Haus besorgt. Naja, so ungefähr. Dafür kriegst du den besten Platz, ein neues Haus. Ah, okay. Das heißt, darauf können wir nachher wahrscheinlich bauen und unsere Sachen freischalten. Ja, ich bin mal gespannt. Hallo, El Pollo Diablo. Hier ist es, Horizon Lego Valley. Das ist kein Traum, sondern eine traumhaft kreative Partnerschaft. Lego braucht ein Speed-Champion und das Festival braucht Meisterbauer. Und du brauchst einen Ort zum Leben. Das hier ist die Grundplatte, auf der du dein eigenes Meisterbauerhaus errichten wirst. Mhm, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein.
Ich halte zwischen den Sequenzen auch einfach die Fresse, damit ihr das Ganze mitbekommt. Und also wundert euch nicht, wenn ich mal nicht rede. Aber ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was hier abgeht. Das Wichtigste zuerst. Du brauchst Bausteine. Jede Menge. Die bekommst du, wenn du Bausteinherausforderungen abschließt. Sieh das Ganze als riesige Lego-Kiste, mit der du spielen kannst. Die Frage ist, womit willst du anfangen? Mit was will ich anfangen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen mit den Sechserstein an, oder? Gewinne die Veranstaltung Brickchester Rallye-Strecke. Lego Festivalsprint. Machen wir das? Das ist wahrscheinlich kurz. Dein erstes Baustein heraus. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, okay. Anpinnen. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Lego-Baustein-Set-Sprint-Freischaltding, was auch immer. Ah, okay, ich muss da erstmal hinfahren. Ah, okay, das ist gleich um die Ecke. Dankeschön, Kira, nett von dir. Die Siri von Forza Horizon. Ja, dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Fahren jetzt hier mal den ersten Sprint rennen und dann, würde ich sagen, legen wir los. Das Ganze mal solo. Ah, okay, sie will noch reden. Auf dem Gelände sind schon für dich freigeschaltet. Du musst sie einfach nur finden. Okay. Also es ist wie so eine Art Suchspiel. Okay. Wer kennt das nicht? Man baut als Kind irgendwas auf Lego auf und sucht auf Krampf die Steine und findet sie einfach nicht. So, nehmen wir das. Horizon präsentiert. Lädt sich mal wieder tot. So, nehmen wir natürlich das Lego-Auto. Alles andere wäre ja langweilig, wenn wir jetzt mit einem normalen Auto rumfahren. Und ich bin echt gespannt, also. Noch kurz vorweg, da mich in letzter Zeit ein paar Leute gefragt haben, wegen den Glitches, also Forza hat wirklich viel, viel gepatcht, auch so die Glitches, die man, wo man selber quasi die Strecken setzen muss in die Checkpoints. Auch das wurde gesetzt, man muss jetzt, ich habe es vorher versucht, quasi fahren, damit man die Punkte fürs ultimative Überholen bekommt. Genau so. Ich bin aber auf der Suche nach einem neuen Glitch, vielleicht ermöglicht dieses Lego-Update einen neuen Glitch, ich weiß es nicht. Aber das steht jetzt erstmal zweite Reihe, ich würde sagen, wir fahren erstmal das Rennen. Und dann sehen wir mal weiter. Und ich guck mal, was ich machen lässt. Aber jetzt erstmal das Rennen. Ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Video. Also ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze mal gefällt. Ich zock hier mal eine Runde und laber ein bisschen. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Und wir könnten auch mal zusammen zocken. Ich habe jetzt endlich mal den Discord-Server eingerichtet. Ihr könnt den in der Beschreibung abchecken und könnt den joinen. Ist noch in der Entstehung, also sieht jetzt noch nicht so überkrass besonders aus. Aber es reicht, man kann zocken, man kann sich treffen und ein bisschen labern. Wenn ihr also irgendwelche Anregungen habt, Ideen oder Fragen zu Glitches oder Videos oder sonst irgendwas, oder ihr einfach nur Leute sucht zum Zocken, dann joint auf den Server. Dann können wir ja vielleicht so eine kleine Community aufbauen, so eine kleine Crew, wo man zocken kann. Und einfach mal gucken, wo das Ganze sich hinführt. Mal gucken, ich habe es jetzt einfach mal erstellt, da mir jetzt schon öfters Leute eben Sachen schicken wollten und einfach keine Möglichkeit hatten. Deswegen dachte ich, fange ich mal einfach an mit Discord und sehen wir, was die Zeit bringt und warten einfach ab. So, Sprintrennen, okay. Wie lange geht es? Du bist hier irgendwo dran. Ah, 40%. Ja, ich bin noch ein bisschen, also ich weiß noch nicht wirklich, was mich hier erwartet, so deswegen verzeiht mir den einen oder anderen Fehler, den ich hier mache. Ich hoffe mal auch gleich, dass wir den ersten Platz hier ergattern können. Ich fahre auf jeden Fall auf Profi, glaube ich. Profi oder so. Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall. Wir bekommen ganz guten Bonus. Also das sind jetzt nicht die totalen Noobs, die NPCs, die Bots, aber ich sind jetzt auch nicht die vollen Bros. Also ich fahre jetzt hier nicht gegen Michael Schumacher oder sonst irgendwer, aber müsste eigentlich locker für den ersten. Oder was heißt locker? Also der erste Platz ist auf jeden Fall drin. Boah, die ist hart, die Kurve, die ist hart, die Kurve. Aber es sieht geil aus, also gefällt mir das Design mit dem Lego-Auto. Gucken wir mal, der Ego, ja, richtig cool, der Ego. Das sieht echt cool aus, also das feiere ich. Okay, dann nehmen wir mal die Lego-Blumen mit. Also, ich, Ego kann ich aber nicht so gut. So, jetzt.
So, ja. Okay. Das wird eine schlechte Runde. Vierter, nicht erster. Naja. Nicht mal das Podium ist drin. Was soll denn das? Egal. Das wird schon. Ich hoffe mal, wir kriegen trotzdem irgendwelche Bausteine oder so. Also ich habe, wie gesagt, noch gar keine Ahnung, was man da freischaltet. Ja, demütigt mich noch mit der Reihenfolge hier, mit der Rangliste. Ich bin Vierter geworden. Naja. Was bekommt man hier? Ja, okay, also 11.000, das ist normal. Würde ich jetzt mal behaupten. Einfluss ist jetzt auch nicht irgendwie besonders. Aber das habe ich ja auch nicht erwartet. Und mal wieder ein Wheelspin. Ja, natürlich kriegen wir Klamotten. Wäre auch langweilig, wenn nicht. Also das finde ich auch wirklich nicht unnötig, aber es ist... Ich finde es manchmal echt kacke, wenn man so 100 Wheelspins hat und wirklich 3/4 davon einfach Klamotten sind, die auch teilweise so brutal hässlich sind. Aber gut, was wurde mir hier jetzt markiert? Ah, die Karte sieht auch richtig cool aus. Little Prickwolf, okay. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wie lange das Video geht. Also ich zocke jetzt einfach mal eine Runde, laber ein bisschen dazu und dann sehen wir weiter. Ich werde es auf jeden Fall nicht so lang machen, das Video. Einfach so einen kleinen Einblick, damit ihr schon mal einen Einblick von dem Update habt. So ein bisschen, wie es aussieht. Sieht auf jeden Fall echt nice aus. Fähigkeitslieder. Ich spiele eine. Also mit diesen ganzen Bäumen, mit den bunten Bäumen. Sieht cool aus. Ist auch eine komplett andere Stadt, wie ihr seht. Genau hier. Oder meine ich das jetzt nur? Nee, das ist eine komplett andere Stadt. Wolltest du diese Herausforderung erledigen? Egal, das zählt trotzdem. Hier seht ihr zum Beispiel, dass jetzt gepatcht wurde, weil beim Fähigkeitslied steht immer in Bewegung bleiben. Das heißt, das wurde gepatcht, man kann im Stehen quasi keine Punkte mehr erreichen. Also haben sie auch aus ihren Fehlern gelernt. In 400 Metern links ab. Aber wir finden trotzdem weiter. So, komm, wir nehmen den direkt mal mit. Den Stunt. Die muss man ja... Oh, mit Boost sogar. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Ultimativer Sprung. Oh. Ah, nice. Die kannst du alles zerstören. Oh. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Bruder, zieh doch die Handbremse. Ja, wo muss ich... Ah, okay, da ist es. Jetzt gucke ich aber mal kurz, wo wir diese Bricks finden. Ah, hier sind die Lego-Herausforderungen. Dann gucken wir mal an, wie viel wir jetzt... Die haben wir schon gemacht. Wir haben 20 Bricks bekommen. Hier auch. Ich würde einfach sagen, wir fahren jetzt einfach mal zu unserem Grundstück, bevor wir nochmal ein Rennen fahren. Und gucken, was da so möglich ist. Aber ich habe ehrlich gesagt noch überhaupt keine Ahnung, wo... mein Grundstück jetzt ist. Ist es Little Brick Wall vielleicht? Gucken wir mal auf der Karte. Also mit den Filtern, ob da irgendwas dran steht. Filter ändern. Querfeldserie, da steht wahrscheinlich nichts dran. Mit Haus oder so, oder? Spielerhäuser. Ah, hier ist es doch. Haus des Meisterbauers. Ja. Fahren wir da einfach mal hin und gucken, ob wir da schon was machen können. Die nehmen wir auch noch mit, komm. Wow! Das war nur eine Beschleunigungsrampe, tut mir leid. Kleines Gemeinschaftsprojekt von mir und dem Lego-Team. Ja, kein Problem. Genau das, wonach sie aussieht. Also ich war wirklich überrascht, dass das Update heute kam. Mir hat das vorher ein Freund erzählt, eben, dass es jetzt eben das Lego-Update gibt. Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Ich glaube, das wollte ich jetzt eigentlich nicht öffnen. Aber egal, das nehmen wir einfach mal mit. Gucken uns das Ganze an. Sieh dir das an. Ich schwöre dir, Kira, haben wir schon ein schönes Thumbnail. Ist auch nicht schlecht. Festivalaufbau zu helfen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also, es muss man ihn lachen lassen. Ist eine Abwechslung. Und ich glaube, das tut dem Spiel auch mal wieder ganz gut. Wo war jetzt unser Haus? Ah, da hinten, okay. So. Haus des Meisterbaus. Da wollen wir hin, da ist die Fläche. Sieht noch ziemlich mager aus. Aber ich hoffe mal, wir können das jetzt vielleicht schon ein bisschen ändern. Aber ich glaube nicht, dass wir da so viel machen können mit einem Rennen. Aber vielleicht den Grundstein
Den Spatenstich können wir vielleicht stechen. Okay. Also wie gesagt, nehmt mir das übel. Ich habe leider noch gar keine Ahnung. Ich habe mir ein bisschen die Patches noch durchgelesen. Gar keine Ahnung, wie man da irgendwas baut oder so. Deswegen sind wir hier selber gerade ein bisschen auf Erkundungstour. Sammle noch 140 Steine, um dein erstes Lego-Haus zu bauen. Wie viel haben wir jetzt? Steht das auch irgendwo dran? Das ist wahrscheinlich unrelevant. Wir haben wahrscheinlich 60. Das heißt, man braucht 200 für das erste Haus. Dann würde ich sagen, ich spiele mir jetzt mal das erste Haus offline, damit wir hier nicht so langweiligen Content bringen, und zeige ich das Ganze dann morgen in dem nächsten Video. Ich wollte euch einfach hier jetzt eine kleine Info bringen. Wir nehmen die Rampe noch mit. Hoffentlich voll mehr. Komm, komm. Oh, mit Piratenschiff. Nice. Also echt cool gemacht. Finde ich cool. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Update in die Kommentare schreiben und sagen, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, ich habe euch Discord verlinkt. Checkt es aus, wenn ihr Bock habt, eine Runde zu zocken. Ich werde auf jeden Fall jetzt in Zukunft ein bisschen drauf chillen. Mit dem einen oder anderen auch. Können wir gern zocken, also überhaupt kein Problem. Eine kleine Kolonne starten, ein bisschen am Rumcruisen und okay. Das sieht hier aus wie... Was kostet so eine Liege? Bestimmt 20, oder? Pro Stunde. Die nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, spätestens morgen bei dem Infovideo. Haut rein, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Peace.